Jetzt spricht NSU Watch Brandenburg. Der Untersuchungsausschuss im Brandenburger Landtag wurde erst 2016 eingesetzt. Viel zu lange hat es gedauert, bis es dazu kam, und er wurde sogar gegen den Widerstand von Teilen der mitregierenden Partei Die Linke eingesetzt. In Brandenburg wurden zwar nach unserem heutigen Wissen keine Morde des NSU-Kerntrios verübt, Banken ausgeraubt oder andere Verbrechen begangen. Aller Wahrscheinlichkeit nach hätte das Land aber die Morde des NSU verhindern können. Der Untersuchungsausschuss ist eine Farce der parlamentarischen Aufklärung in diesem rot-rot regierten Bundesland. Schreddern, schwärzen und die verzögerte Herausgabe von Akten ist die Devise der zuständigen Ministerien für Inneres und Justiz. Auch nach 2 Jahren Laufzeit ist die ohnehin jährliche Glaubwürdigkeit der Brandenburger Behörden in Hinsicht auf die NSU-Verbrechen noch viel weiter zu Schaden gekommen. Das Land hatte nach der Selbstaufdeckung des NSU-Kerntrios kein Löschmoratorium erlassen. Akten zu dem V-Mann Carsten Schepanski sind vernichtet worden. Zwar gibt es inzwischen Akten, effektiv ist der Ausschuss aber immer noch nicht. Zeugenschutz gilt vor Aufklärung. Die Zeuginnen und Zeugen werden grundsätzlich abgekürzt angekündigt. K.M.S. Eins ist inzwischen klar. Der brandenburgische Verfassungsschutz hat ein Paradebeispiel geliefert in der Einflussnahme auf die Behörden im Land. Und wie in Thüringen baute der VS gezielt, bewusst und gewissenlos die Brandenburger Neonazi-Szene mit auf. Für den Nazi-Kader Carsten Schepanski alias Piatto gab es viele Hafterleichterungen, um als V-Mann arbeiten zu können. Er wurde regelmäßig von seinen V-Mann-Führern mit Stapeln von Skin-Signs und Post versorgt. Der VS kontrollierte dafür eigens ein Postfach, über das die Korrespondenz von Combat 18 zwischen Deutschland und dem Ausland lief. Carsten Schepanski hat inzwischen selbst ausgesagt vor dem Untersuchungsausschuss. Ob er für den NSU Waffen besorgte, wissen wir zwar nicht. Aber der wegen Mordversuch verurteilte V-Mann empfang von Jan Werner am 25. August 1998 die mysteriöse SMS: Hallo, was ist mit dem Bums? Er will dem Trio zwar nicht persönlich begegnet sein, wohl aber hatte er seinen V-Mann-Führern von den Absichten des Trios, sich nach Südafrika abzusetzen und dass sie auf der Suche nach Waffen sind, berichtet. Die Verwicklung des VS in die Neonazi-Szene ist frappierend und beinahe jedes Detail, das antifaschistische Recherchezusammenhänge vermutet haben, bestätigt sich. Der ehemalige V-Mann-Führer Gordian Meyer-Plath ist ein Burschenschafter, der hochgelobt wurde und der heutige VS-Präsident in Sachsen ist. Er wurde im Untersuchungsausschuss mit VS-Unterlagen aus seiner Zeit konfrontiert. Darin erzählt Schepanski davon, dass die Neonazis in Chemnitz den VS an der Nase herumführten und für ihre eigenen Zwecke aushorchten. Diese Berichte stammen aus der Zeit, in der Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe in Chemnitz untergetaucht waren. Sachsen hat diesen Zusammenhang bisher nicht aufgearbeitet. Klar ist inzwischen auch, dass noch mehr brandenburgische Neonazis nahe am Trio waren. Die Verbindungslinie Brandenburg-Chemnitz, die neben Carsten Schepanski auch über den Rechtsrocker Uwe Menzel und andere lief, muss weiter aufgedeckt werden. Bisher lassen sich keinerlei sinnvolle Konsequenzen aus dem NSU-Komplex bei Behörden beobachten. Im Gegenteil, Festhalten am Spitzelsystem, sogar ausgebaute Kompetenzen und die Beförderung der damaligen Akteurinnen und Akteure prägt den Umgang der verantwortlichen Stellen. Was wir außerdem lernen, nicht nur die Ermittlungen gegen die Mörderinnen und Mörder vor der Enttarnung des NSU-Kerntrios waren von Rassismus geprägt. Auch die Aufarbeitung ist unangemessen. In Brandenburg beschweren sich das Innenministerium und der Verfassungsschutz lautstark über die Arbeitsbelastung durch den Untersuchungsausschuss zum NSU und die Bagatellisierung der gewalttätigen rechten Szene geht weiter. Die rassistische Gruppierung Zukunft Heimat in Cottbus und die Verbindungen mit der sie aus dem Parlament protegierenden AfD werden im VS-Bericht von letzter Woche kaum behandelt.
Sie werden lediglich als asylkritische Bürgerinitiative abgetan. Dabei, und das zeigen antifaschistische und journalistische Recherche zur Genüge, rührt sich in Cottbus eine Mischung aus den Totschlägern von einst und den Mördern von morgen zusammen. Das alles zeigt, die deutschen Geheimdienste und Polizei machen weiter wie bisher. Verdecken, vertuschen, verharmlosen und der eigenen Logik zum eigenen Schutz folgen bis zum Ende. Gesellschaftlich relevante Funktionsmechanismen wie Rassismus werden ausgeblendet oder gar reproduziert. Eine Aufklärung im eigentlichen Sinne ist von diesen Stellen nicht zu erwarten. Deswegen sind wir hier, um klarzumachen, dass wir einen Schlussstrich unter die Aufklärung zum NSU und den gesellschaftlichen Rassismus unter keinen Umständen ziehen oder akzeptieren werden. Aus Respekt und Verantwortung den Opfern gegenüber, in Solidarität mit den Hinterbliebenen und allen Betroffenen von Rassismus, Antisemitismus und neonazistischer Gewalt werden wir weiterkämpfen. Gegen Menschenfeinde und ihre Ideologie. Egal wo und wie sie sich zeigt.